Herzlich willkommen zur letzten Folge der FM23-Karriere. Vorab sage ich, ich hoffe, diese Karriere hat euch gefallen. Wir spielen jetzt die letzten beiden Spiele. Einmal gegen Frankfurt und einmal gegen Hertha und schauen, ob wir Europa noch erreichen. Viel Spaß! So, gegen Frankfurt, das wird jetzt echt nicht geil. Mantel braucht einen guten Tag auf jeden Fall. Mantel braucht einen sehr, sehr guten Tag. Und natürlich auch die anderen Jungs, aber ich denke mal vor allem Mantel. Scouting-Berichte brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt, danke. Chabot, Reno, so kommen die 11. Woche mit vielen Dortmundern. Höhler ist der beste Offensivspieler. Die schlechteste Offensivmannschaft führt. Schön, dass sie 2 Tore gegen uns gemacht haben. Lamperle verletzt. Ah, scheiße. EL-Halbfinale. Arsenal, unser, die jetzt rausgeworfen haben in Chelsea, hätten wir spielen müssen, wenn wir Arsenal besiegt hätten. Ah, da sind wieder die Legs. Chelsea gewinnt 1-0, last minute. Und auch Milan gewinnt in der last minute. Wild. Leverkusen jetzt die Europa League gewinnt. Dann sind wir doch auch in Europa League, glaube ich. Leverkusen soll mal die Europa League gewinnen. Das wäre geil. Da haben wir unser Ziel irgendwie doch erreicht. Auch wenn es gar nicht das offizielle Ziel ist, aber. Gut, wir gehen mal in die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankfurt. Es gab große Kritik an Frankfurt nach der 4-0-Niederlage gegen Dortmund. Das ist sicher der perfekte Moment, um gegen sie zu spielen. Ich hoffe es, dass sie angelockt sind. Ihre Mannschaft hat zuletzt gegen Fürth gut drauf. Wir sorgen sehr dafür, dass sie dieses Niveau weiter abrufen kann. Wir müssen weiter hart arbeiten. Die sportliche Entwicklung des 1. FC Köln hat keins verstimmt und zu einem Wechselwunsch geführt. Was passiert jetzt? Ja, ich sag gar nichts. Welche Rolle spielt Henriques physische Leistungsfähigkeit bei ihrer Spielplanung? Er ist sehr wichtig. Wie wichtig sind Hectors Führungsqualitäten? Unverzichtbar. Trainingswoche. Keins hat keinen Bock mehr, ich merke schon. Wow, Ole ist ein Cutter, aber auch ein Bellroh mal wieder gut. Sieht man öfter in der Liste. Wir haben nächste Woche nochmal spielfrei? Wieso das denn? Es ist fucking Ende. Wie kann man da nochmal spielfrei? Ach komm. Ich frag einfach nicht. Auch nochmal Länderspielpause dann im Mai haben. Transferausgaben, Bayern mit dem fettesten Minus, wir auch mit dem recht dicken Minus. Leverkusen zu Hause gegen Stuttgart, werden die womöglich gewinnen? Da reicht ja auch eigentlich schon fast ein Unentschieden. Keins darf zu uns mal wieder auf die Bank. Thielmann ist immer nächstes Mal wieder dabei. Ja, viele spielen da sowieso nicht gut. Henrique darf mal rein.
anymore. Some things never change, never change. You think I would look pretty? Ja, wir lassen die auch schon mal so. Ich gehe damit mal rein gegen Frankfurt. Hoffentlich wird das was. Ja, die Elf von Frankfurt ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist nicht zu bestreiten. Ich meine, die Vorhersage, auf geht's, gehen wir alles für den internationalen Wettbewerb, müssen hier unsere Hausaufgaben machen. Wie wird das Wetter die heutige Partie beeinflussen? Ja, juckt nicht. Sind davon überzeugt, hier einen guten Auftritt zeigen zu können? Ja. Hoffentlich, hoffentlich. Hoffentlich wird das ein guter Auftritt. Ich putze mir kurz die Nase, out of cam am besten. Oh, warte, dann kann ich mit dem Stuhl rausgehen. So. So. Ist ja noch nichts passiert in der ersten Minute hier. Natürlich schön, wenn wir nicht direkt hinten liegen. Wäre auch, glaube ich, relativ wichtig hier, nicht unbedingt in den Rückstand zu geraten. Auch wenn es schon wieder so aussieht, dann würde meine Mannschaft alles dafür tun, dass wir gleich hinten liegen. Lesen, schön. Belro, Luis Enrique, schwach. Ah, genau, über rechts. Da musst du irgendwer hin. Nein. Ach, du Scheiße. Danke, Mantel, dass du den wenigstens parierst. Kamala da. Hat ein Kreuzbandriss, aber warum quält er sich da so vor Schmerzen? Naja, zum Glück nicht unser Problem. Danke, dass er so kurz für die Ecke war. Haben wir ja ganzes Spiel hier eigentlich aktiviert oder was ist das? Junge, macht doch mal schneller oder habt ihr, wollt ihr jetzt schon Zeitspiel machen in der siebten Minute? Digga, was ist das? Ja, danke Götze, dass du auch mal nach gut 20 Sekunden die Ecke ausführst, die in Mantels Arme geht. Out. Oh, ich sehe schon wieder minus 0,3 Pressing von unserer Mannschaft hier. Und Arnau kriegt mehr Platz als weiß ich nie was. Immerhin wird der Schuss abgeblockt, aber Mantel, na gut, da kann er nicht mehr hin. Oh, auch mal kein Zeitspiel machen, Götze, bei der Ecke. Dafür kommt ja auch besser. Kamada spielt ja immer noch mit. Das sah vorhin aus wie ein Kreuzbandriss. Warum spielt er noch mit? Götze kriegt ein bisschen viel Platz über rechts. Sieht nach innen wie bei IAFC, aber Enrique ist da. Oh, danke, Mattel, für diesen Klärungsversuch. Ich würde mir wünschen, wenn wir ein bisschen mehr nach vorne machen, Jungs. Das wäre sehr schön. Das wäre sehr, sehr schön.
Alter, habe ich ganzes Spiel. Junge, was ist das denn für ein Highlight, FM? Bitte, die spielen seit einer Minute hinten rum. Danke, vielleicht ja jetzt mal. Ja. Hector, Reynoso, oha, das kann wirklich was werden. Ja gut, der Schuss dann eher weniger. Ach, Kamada wurde jetzt endlich mal ausgewechselt. Dass der nicht mehr spielen konnte, hätte ich auch vor 10 Minuten sagen können, Oliver Glasner. Sieht mir jetzt aktuell nicht so danach aus, als würden wir Frankfurt schlagen können bei dem Offensiv-Output, den wir hier haben. Den kriegt Hauge. Ne, Gatti ist da. Immerhin mal einer, der wach ist. Lemperle, bring mal eine schöne Flanke. Lemperle. Henrique ist da. Oh mein Gott, Digga. Dann ging es so, kriegen wir erst das Gegentor. Nee, Mantel ist zum Glück da. Immerhin. Götze wieder mal mit einer Ecke. Die kam bisher nicht gefällig, das kann gerne so bleiben. Oh, kann auch geklärt werden zum Glück. Kommst du zwar besser in die Partie mittlerweile, aber das reicht natürlich noch nicht von der Leistung her. Arnau Martinez können wir gerne mal pressen, der macht nämlich viel Wirbel da vorne. Schwach. Schwach, schwach, schwach. Das ist nicht gut genug, völlig inakzeptabel. Deswegen wechseln wir auch mal. Lazaro, komm mal rein für Henrique. Mir gefällt unsere Leistung nicht. Ich glaube, unsere Spieler merken noch nicht so ganz, dass sie das Ding hier gewinnen müssen, um noch irgendeine Chance auf Europa zu haben. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz angekommen. Vor allem, weil es jetzt gleich ein Gegentor hageln wird. Ja, Mantel ist zum Glück nochmal da. Das ist wirklich schwach bislang. Ich meine, klar, in Frankfurt ist es auch keine leichte Aufgabe, aber wir bemühen uns auch nicht so sehr, wie ich mir das erhofft hatte. Vor allem, weil Frankfurt hat auch gerade 4-0 gegen Dortmund verloren. Das sitzt doch, glaube ich, schon tief, oder nicht? Ja, irgendwie kann Frankfurt mit dem Ball machen, was sie wollen. Da will auch keiner von uns ran. Hector lieber mit dem Foul. Der war nicht drin, weil Klünter da war, zum Glück. Komm, mach das Vieh weg. Klärt mal die Ecke. Diesmal schießt Götze die auch nicht mehr. Wurde er ausgewechselt? Nee, ne? Auf jeden Fall macht Lindström die Ecken mittlerweile. Komm, aber zum Glück auch noch nicht gefährlich. Ich warte nochmal, bevor ich hier was reinrufe. Götze, bitte nicht. Götze, Jakic, Ranieri. Endika, Klünter ist da.
Glampalle, komm. Das ist ein Kackpass, Bruder. Das ist ein richtiger Kackpass. Wie kannst du eine 7,1 haben? Ich habe von dir bisher kaum was gesehen, aber egal. Kritisiere ich mal nicht. Wird schon richtig sein. Oh, wir gehen mal ein bisschen offensiver. Was geht mir jetzt auf die Eier, Alter. Ob wir jetzt unentschieden Spieler verlieren, am Ende erreichen wir dadurch auch nicht Europa. Wir müssen schon gewinnen. Lazaro. Der braucht. Wie lange kann man denn brauchen? Bist du Emre Can oder was? Reynoso. Reynoso. Oh mein Gott, Belgo. Martel. Martel, bitte. Oh, der schießt Trapp an, Digga. Einfach ins lange Eck, Junge. Hector, bring mal eine gute Ecke, Bro. Martel. Na, ja, Martel, auch mal nix machen, ne? Hector. Reynoso, wieder Hector. Bring mal eine schöne Flanke auf irgendwen. Oder ein Pass auf Lazaro. Lazaro, jetzt wäre ein guter Will für ein erstes Tor. So nicht. Digga, wenn der Kolumani als erstes hinkommt. Gut, da kommt keiner mehr hin. Reynoso spielt Kacke. Dafür kommt mal Pereira rein. Und Martel geht mal aus auf dem Krejci. Lampard ist müde auf mal, das ist natürlich auch geil. Unser bester Spieler ist wieder müde. Olesen, Bruder, das ist scheiße. Kommt die Spieler auch so riskant hinten rum, holt euch dann den Scheißball mal. Bitte! Boah, wie kann Kolo Muani denn da den Ball bekommen, Mann? Ich meine, schießt er vorbei. Oh, da muss nochmal gewechselt werden. Lampard muss da mal raus für Almeida. Und Hector geht raus, kommt Katterbach mal rein. Und wir gehen gleich mal ein Stück offensiver. Und zwar jetzt. Spielen wir ein bisschen riskanter. Wir spielen nicht mehr geduldig. Wir spielen breiter. Wir machen auch mal lange Bälle. Ja. So langsam aber sicher müsste hier mal was passieren. Hoffentlich auch für uns dann. Aber irgendwie passiert hier gar nichts mehr. Leverkusen führt jetzt auch noch, haben lange die Null gehalten, die Stuttgarter. Oh, da kommt Tuta, Kolumani steht frei, Katterbach ist aber da. Und da ist schon wieder keiner von unseren Spielern. Ein Dicker kann auch beruhigt die Seite wechseln. Smolcic hat auch viel Platz. Komm, Leute, bitte jetzt kein Gegentor fressen. Danke, Klünter. Pereira, wo auch immer du jetzt hinköpfen wolltest, hat nicht so gut geklappt. Oh, dass die teilweise so beruhigt an die Bälle kommen und Kolumani fast das Tor machen kann, gefällt mir nicht. Wir müssen jetzt mal ein Stück sehr offensiver gehen. Sonst können wir Europa wirklich vergessen. Aber so wie wir spielen, können wir Europa auch wirklich vergessen. Na gut, wir spielen ja die nächste Saison eh nicht, aber es ist einfach nur, um das Ziel zu erreichen. Arnau ist da. Und das sieht wohl nach dem 1-0 aus. Wenn es kein Abseits war. Da kam eine Flanke hinter die Kette und Arnau steht frei. Die Frage ist, war er fair frei?
Nein, war er nicht. Wichtig. Zum Glück. Aber guter Heber von Kolo Muani, boah, das war nicht viel. Nicht viel war der da am Abseits. Da geschieht, glaube ich, von unserer Seite aus nichts mehr. Wenn der OR Frankfurt das, die, den Sieg verdient, muss man sagen. Da passiert gar nichts mehr. Nochmal ein Einwurf lieber für Frankfurt, dann lieber die Null halten. Ah, noch mit der Flanke, da kommt Klüntein, der klärt ihn schlecht, weil da ist Smolcic. Und Ranieri, abgeblockt. Und jetzt sollte es gewesen sein, wir spielen 0:0 in Frankfurt. Boah, damit ist gar nichts geklärt. Hände zusammenlegen, ich bin unzufrieden, was ich gerade gesehen habe. Das heißt, wir müssen gegen Hertha gewinnen. Und Frankfurt... Boah, das sind ja 3 Punkte. Scheiße! Wir haben sich beide Teams ja mal noch aus taktischer Sicht gegeneinander geschlagen. Ich habe viel über meine Mannschaft gelernt. Wir müssen auch noch hoch gewinnen. Und Frankfurt muss am besten hoch verlieren. Also es ist noch irgendwie möglich. Aber, boah. Wir spielen zu Hause gegen Hertha. Da müssen wir 3:0 oder so gewinnen. Das ist durchaus möglich, aber gleichzeitig muss halt Frankfurt dann auch 3:0 verlieren. In Hamburg. Das wird nochmal eng. Gut, wir gehen in die Pressekonferenz. Sind Sie frustriert, dass Sie trotz der durchgehenden Hilfe des VR am Ende doch nicht gewonnen haben? Nee, der hat damit nichts zu tun. Niemand in der Liga gewinnt so viele Zweikämpfe wie Ihre Mannschaft. Sind Sie und Ihre Spieler stolz darauf? Ja. Können Sie uns Einblick in Ihre taktischen Gedankenspiele geben? Nein. Jetzt eine schön saftige Länderspielpause. Warum auch immer man wirklich eine Länderspielpause zwischen den beiden letzten Spieltagen macht. Er will zu Besiktas, aber nicht bei dem Preis hier, das ist mir zu wenig. Ja, ist das wirklich in zwei Wochen? Das ist wirklich in 2 Wochen. Wild. Wild, wild, wild. Haben wir jetzt eh nicht mehr viel zu tun. Damit ich bei dieser verleckten Simulierung mir spare, gehe ich mal in Urlaub bis auf unbestimmte Zeit erstmal. Das soll mal ein bisschen schneller gehen. Dann laggt er, obwohl das laggt der vielleicht immer noch. Aber vielleicht simuliert er nicht mal ganz so viel. Da muss ich mich auch nicht um die persönlichen Sachen hier kümmern, weil wie gesagt, ist jetzt eh letztes Spiel. Da können wir ein bisschen durchpacen jetzt mal. Weil dieser Länderspielpause ist ernsthaft unnötig. Was auch immer die da an dem Wochenende machen.
Kimmich kriegt neuen Vertrag. In echt ist man da ja auch am aktuell diskutieren, ob Kimmich neuen Vertrag kriegt. Herzheit, die sollen uns das Leben leicht machen. Am besten 5-0 gewinnen lassen. Frankfurt verliert dann 1-0 und dann sind alle glücklich. Außer Frankfurt. Also Hertha, das wird beileibe leider nicht einfach, auch wenn es für die natürlich um nichts mehr geht. Das wird trotzdem schwierig, muss man sagen. Er hat sich gut gemacht über die zwei Saisons hier. Deswegen auch Platz 9 natürlich hinter uns. So, oh Scheiße, ich muss aus dem Urlaub zurückkehren. Nicht, dass ich das Spiel jetzt verpasse. Hallo, hallo, nein. Oh nein, ich glaube, das wird ein Riesenfail. Mach es, mach es. Ja. Okay, es ist doch früher. Es ist doch früher. Okay. Das war close. Das war sehr, sehr close. Das hätte auch mal schief gehen können. Aber wir bleiben auch ausgewogen, wir müssen natürlich auch was tun. Krejci hat sich verletzt, während ich im Urlaub war und das auch ganz schön lange. Pastore darf mal rein, Thielemann ist wieder da, aber nur für 45 Minuten. Da kommt Lazaro mal raus, ja, in Form ist da eigentlich niemand mehr, also... Boah. Das ist schon schwach, Keins darf mal rein. Das ist die Ausstellung, mit der wir reingehen. Auf geht's. Holt mal einen Sieg, Jungs. Bitte. Oder ändern wir hier noch was? Wir gehen mal nicht auf geduldig spielen. Ich balle die Fäuste und sage, wir müssen den Halbvorteil unbedingt vernutzen. Also gehen wir da raus und holen uns den Sieg. Gibt es von dem anstehenden Spiel gegen Hertha BSC den Wunsch der Revanche-Schwester? Gibt es aus dem letzten Duell gegen sie? Kein Kommentar. Krejci fällt aus. Wie sehr wird er in diesem Spiel fehlen? Er fehlt. Das ist richtig und das tut schon ein bisschen weh, aber müssen wir ohne ihn hinkriegen.
Boah, Klünter. Nicht gut. Bislang passiert da gar nichts. Ich glaube auch bei Frankfurt noch nicht. Wäre natürlich auch geil, wenn wir das Spiel mal verlieren und Frankfurt auch. Dann liegt es halt wirklich nur an uns. Wir müssen halt auch hoch gewinnen am besten. Kenny mit der Flanke. Ich glaube auch nicht, dass wenn Frankfurt verlieren, dann werden sie halt knapp verlieren. Die Wahrscheinlichkeiten sind schon sehr niedrig, dass wir noch Europa erreichen. Lampalle, Olesen. Oh, ist das schwach von Olesen. Das ist so schwach. Es ist so geisteskrank schlecht. Toussaint, da ist Mittelstädt. Mittelstädt mit der Flanke. Mantel, Faust den nur weg. Das ist Richter. Askasibar sieht Kenny. Boah, Kenny macht das gut. Immer noch Kenny, aber der Schuss geht zurück übers Tor. Wir machen bislang echt nicht viel hier. Also wirklich überhaupt nicht viel. Mein Hertha auch nicht, aber Hertha muss halt auch nicht. Reynoso, das Olesen. Da sieht Lempalle. Lempalle muss aber auch noch hinkommen. Klünter, Reynoso, Marcel, Marcel, Schuss geht vorbei, schade. Andrea Almeidas Flanke. Die kommt zu Piontek. Mantel ist nicht da und wir liegen tatsächlich hinten. Aua! Das tut weh. Dass der auch noch so reingeht. Mantel, ey. Da sahst du nicht gut aus. Ja, die Flanke kommt auf Piontek. Der kommt da ran. Da ist, steht aber auch keiner bei Piontek. Frankfurt steht jetzt wirklich noch 0-0 gegen HSV. Aber gut, wenn wir es halt hier auch nicht regeln, dann bringt es halt auch nichts. Wir müssen ja schon selber gewinnen und das ist halt, wie gesagt, auch hoch. Almeidas Flanke, ja, die wird geklärt. Das Richter, Richter, Dardai, weg. Bayern führt gegen Leverkusen, aber Leverkusen können wir auch nicht mehr einholen. Egal, ob wir hier gewinnen oder nicht. Alter, ist das schlecht von uns. Ist das schlecht. Was war das denn? Reißt es zusammen und fangt an Fußball zu spielen, ihr kleinen Dogs. Martell geht aber auf den Skiri rein. Scheiße, da kommen wieder nur Hertha. Hertha, Hertha, Hertha. Aber wir spielen hier keinen Fußball. Es würde Hertha noch brauchen, um Platz 8 zu werden. Schwach, wirklich schwach. Almeida, weg mit dem Ding, weg. Bloß weg, Leute. Bitte, Richter, Schuss wird immer abgeblockt. Da
kommt nur was von den Berlinern. Andrea Mäder mit der Ecke, die wird geklärt. Gut. Dass ich auch mal wären, ein bisschen schneller. Hertha kann hier spielen, wie sie wollen. Wirklich, da kommt ja keiner ran. Oh, das Piontek. Oh, der ist drin. Und Frankfurt führt. Ja, ich gebe die Mannschaft so langsam auf. Das ist wirklich schwach. Ich glaube, das Ende kommt zu dem richtigen Zeitpunkt. Wir wechseln nochmal. Belcho geht raus, kommt Thielmann mal in Sturm und Henrique kommt rein für Lemperle. Wir können nochmal wechseln. Hübers rein für Chabot. Und Pereira darf rein für Reynoso. Ja, vielleicht jetzt mal. Reynoso, Henrique. Henrique, das ist Skiri. Wieder Henrique. Reynoso in guter Position. Oh, Latte, schade, Alter. Das war ein geiler Schuss. Keins, das ist Hector. Skiri, das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Almeida, Hector, schön gemacht. Das ist einfach noch schwach. Luke Bakio Piontek. Mantel ist immerhin da. Ey, ich sehe da keinen Sinn mehr, das jetzt mal anzugucken. Das ist wirklich. Also, wir spielen ja wirklich grottig. Ich verstehe nicht, wie man im letzten Spiel so auftreten kann, aber. Schwach. Es ist einfach nur schwach. Aber Frankfurt führt ja leider eh. Also. Ja, jetzt haben wir mit 2:0. Jetzt ist das Ding zu Ende. Leider. Was die europäischen Plätze angeht. Und das war's. Wir verlieren mit 2:0 gegen Hertha. Ja, das war zu wenig. Das war wirklich schwach. Ich gehe auch einfach raus hier. Das will ich nicht mehr sehen. Eine Welt wir 8 mit 53 Punkten. Dann ist es schon ein gutes Stück, was wir da. Was da fehlt am Ende. Auch zur Pressekonferenz gehe ich nicht mehr. Jemand verabschiedet sich. Ja, das war's mit der Saison und mit dieser Karriere in FM23. Bei FM24 wird es auf jeden Fall noch Content geben. Verschiedenes auf YouTube und auf Twitch. Da freue ich mich schon drauf. Ja, vielen Dank für den Support bei dieser Karriere, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube die ganze Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen die meiste Zeit über. Manchmal gab es ein paar Tiefpunkte, aber an sich hat es mir sehr gefallen. Damit beende ich sowohl diese Karriere hier als auch den Stream für heute. Wenn ihr das YouTube-Video guckt, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, schreibt auch gerne einen Kommentar und tschüss und...
can take you down for a ride. I take you around my